der neue Finanzminister Magnus Brunner jetzt mit seiner Antrittsrede im Parlament. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, verehrte Regierungskollegen, Kolleginnen, geschätzte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren vor den Bildschirmen. Ich darf mich eingangs bei dir, lieber Herr Bundeskanzler, bedanken für das Vertrauen, das du mir entgegenbringst. Die Funktion des Finanzministers ist natürlich eine sehr herausfordernde, es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die ich mit viel Respekt, aber auch mit viel Freude und vor allem auch mit hundertprozentigem Einsatz übernehme. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei meinem Vorgänger Gernot Blümel bedanken. Die Tatsache, dass wir in Österreich entgegen vieler Prognosen in den vergangenen 2 Jahren keine Insolvenzwellen hatten, ist nicht zuletzt auch auf die umfangreichen Wirtschaftshilfen zurückzuführen, die unter seiner Führung auch aufgesetzt und ausgearbeitet wurden. Und diese Unterstützungen haben natürlich Existenzen gerettet und Unternehmen sehr gut durch die größte Wirtschaftskrise, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg haben, gebracht. Und diesen Weg werde ich selbstverständlich auch fortsetzen. Und wir werden den besonders betroffenen Unternehmen weiter unter die Arme greifen. Im Budget, das Sie, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, vor nunmehr genau 3 Wochen sind es her, beschlossen haben hier im Hohen Haus, ist jedenfalls dafür vorgesorgt, dass wir diese Wirtschaftshilfen bis ins kommende Jahr hinein auch fortsetzen werden können. Und es wurde also budgetär vorgesorgt und gleichzeitig wurden auch mit der ökosozialen Steuerreform die Weichen in Richtung Zukunft, die Weichen in Richtung Transformation gestellt. Und jetzt geht es darum, das umzusetzen, das auch entsprechend auf den Boden zu bringen. Bis zum Jahr 2025 werden wir mit diesem Paket die Österreicherinnen und Österreicher um über 18 Milliarden Euro entlasten. Und gleichzeitig starten wir mit der CO2-Bepreisung, eine der größten ökologischen Weichenstellungen dieses Landes. Es wird natürlich immer Experten und Expertinnen geben, denen der Preis zu hoch ist, denen der Preis zu nieder ist. Ich möchte aber nur daran erinnern, dass hinter diesen Zahlen ja auch reale Kosten stehen und reale Berechnungen stehen. Und daher bekenne ich mich auch dazu, dass wir hier mit Augenmaß vorgehen und einen klaren Pfad auch definiert haben, mit dem wir Menschen und mit dem wir Unternehmen auch mitnehmen und der sowohl auf ökologischer Sicht, aber auch einen sozialen Aspekt mit sich bringt und diesen sozialen Aspekt neben dem ökologischen auch entsprechend berücksichtigt. Und nicht zuletzt stärken wir mit dieser Steuerreform ja auch den Standort. Das ist auch ganz entscheidend. Andere Länder diskutieren über Steuererhöhungen. Wir senken die Abgaben und wir setzen auch Anreize für Investitionen und auch für Innovation selbstverständlich. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja, Klimaschutz ist eine der größten Herausforderungen unserer Generationen. Überhaupt keine Frage, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber nein, wir werden die Herausforderungen des Klimawandels nicht damit bewältigen, indem wir Wirtschaft und Gesellschaft gegeneinander ausspielen. Das kann es nicht sein, sondern wir schaffen es nur, indem wir Klimaschutz und Energiewende auch als Chance sehen und an einer nachhaltigen Zukunft auch zusammenarbeiten. Das ist das Entscheidende, nicht gegeneinander ausspielen, sondern gerade in diesem Bereich zusammenarbeiten und die Chancen auch sehen. Wie manche von Ihnen vielleicht wissen, bin ich leidenschaftlicher Tennisspieler und Vorarlberger. Im Tennis lernt man auf der einen Seite, dass man auch bei einem Rückstand noch zurückkommen kann, dass man das Spiel auch noch gewinnen kann, wenn man den entsprechenden Willen dazu hat. Und als Vorarlberger sagt man uns nach, dass wir eine gewisse Grundsparsamkeit haben. Und ich glaube, dass wir für unser Budget beides brauchen werden. Den Willen auf der einen Seite wieder zu einem nachhaltigen Budgetpfad zurückzukehren und auf der anderen Seite natürlich auch den sorgsamen Umgang mit dem Steuergeld. Und daher, und diese Kontinuität wird Sie wahrscheinlich in dem Fall auch nicht ganz überraschen, müssen wir nach der Krise auch wieder den Weg einer geordneten Budgetpolitik und des Schuldenabbaus
beschreiten in Österreich, aber nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Und darauf habe ich beim ECOFIN vor drei Tagen auch entsprechend hingewiesen. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier auf der Regierungsbank, im Regierungsteam in dieser neuen Funktion auch. Aber ich freue mich auch wirklich über den Austausch, über den intensiven Austausch in den parlamentarischen Ausschüssen, auf rege Diskussionen, auch hier natürlich im Plenum. Wie der Herr Bundeskanzler und der Herr Vizekanzler auch schon erwähnt haben, habe ich auch eine parlamentarische Vergangenheit, nicht in diesem Haus, aber in der zweiten Kammer, und weiß schon, wie wichtig es ist, sich auszutauschen, zu diskutieren, natürlich auch zuzuhören. Das wurde auch schon erwähnt, um die Argumente entsprechend zu hören und dann auch aufzunehmen. Vor uns allen liegen große Herausforderungen, das ist klar. Wir müssen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie abfedern. Wir dürfen gleichzeitig aber auch nicht auf die Zukunft unseres Standorts vergessen. Und wir haben eine ökologische und ökonomische Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen. Bei all diesen Themen hoffe ich auf Ihre Unterstützung. Ich darf Sie alle, geschätzte Damen und Herren Abgeordneten, daher auch um Ihr Vertrauen in meine Position bitten. Dankeschön. Das war die relativ kurze Antrittsrede, Vorstellungsrede des neuen Finanzministers Magnus Brunner hier im Parlament.